Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, wir feiern Palmsonntag, den Auftakt der Karwoche. Den Tag, an dem wir uns daran erinnern, dass Jesus voller Jubel, aber auch ganz bescheiden und ganz einfach auf einem Esel nach Jerusalem eingezogen ist. Nach Jerusalem, von dem er schon immer wusste, dass er dorthin muss, dass sich dort sein Schicksal erfüllen wird. Und er geht dorthin, wohl wissend, dass er es lebend nicht mehr verlassen wird. Aber Jesus weiß um seine Aufgabe und er weiß auch darum, was es zu tun gilt. Und er weiß auch darum, was es von ihm fordert, das Allerhöchste. Und deswegen ist es angemessen und deswegen ist es gut, dass wir diesen Tag feiern, dass wir unseren Friedenskönig feiern, der auf dem Esel ganz bescheiden daherkommt. Und dass wir ihm ehren mit unseren Gebeten, Gesängen und Liedern und mit den Palmzweigen, die wir in unseren Häusern, in unseren Wohnungen aufhängen, in Erinnerung daran, dass wir einen König haben, einen König, dem es zu jubeln gilt, ein König, der für uns Menschen gestorben und auferstanden ist. Und so wollen wir diese Palmzweige, die die Frauengemeinschaft hier aus der Rheinau, aber auch aus ganz Rastatt gemacht haben, damit die Menschen ein bisschen Palmsonntag nach Hause holen können. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, wir bitten dich, segne diese grünen Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Christus, unserem König, huldigen. Mit Lobgesängen begleiten wir ihn in seine heilige Stadt. Gib, dass wir durch ihn einmal zum himmlischen Jerusalem gelangen. Durch ihn, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Bitten wir unseren Herrn und König Jesus Christus, dass er mit uns geht, mit seiner Gnade und mit seinem Erbarmen, heißen ihn willkommen hier in unserer Mitte im Kyrie. Kyrios, der gute Herr, er erbarme sich unser. Er verzeihe uns unsere Fehler und unsere Schuld und er führe uns in seinem Frieden durch diese Zeit bis einmal in die Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, deinem Willen gehorsam hat unser Erlöser Fleisch angenommen. Er hat sich selbst erniedrigt und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen
und einmal Anteil erhalten an der Auferstehung. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Gott, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe. Die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich, war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Damit vor dem Namen Jesu alle Mächte im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Bethphage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie. Er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und setzten sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf den Straßen aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids, gesegnet er, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung und man fragte: Wer ist das? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Naja, da sonst kaum jemand hier in der Kirche ist, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, kann ich es mir ja, glaube ich, auch hier mal gemütlich machen. Ich fürchte, auch ein größerer Jubelzug wird heute nicht zu erwarten sein. Aber meine Decke und meinen Palmstrauß habe ich jetzt trotzdem mal mitgebracht. Eigentlich ein bisschen schade. Es ist doch eigentlich so ein schöner Tag auch für Familien, mit dem man in die Kirche gehen kann und seine Zweige mitbringen und alles das, was man vorbereitet hat. Und ein bisschen diesen Einzug in Jerusalem nachspielen. Schade, dass heute der Jubel sehr verhalten bleiben wird. Aber also mir geht es zumindest so, die Grundstimmung ist schon gut. Die Grundstimmung ist schon positiv in all dem Auf und Ab, das wir gerade im Moment erleben. In all dem Höhen und Tiefen, zwischen Hoffen und Bangen, zwischen Zuversicht und Verzweiflung, zwischen den Menschen, die sich fragen, wie es weitergehen soll, zwischen den Schülerinnen und Schülern, die gerne wieder die Schule zurück würden, zwischen den Menschen, die täglich darum kämpfen, dass andere Menschen wieder gesund werden, dass sich das Virus nicht ausbreitet. Und zwischen all dem feiern wir Ostern, so mittendrin. Oder feiern wir diese Kartage und das Osterfest, das danach kommt. Und das ist auch wichtig und das ist auch richtig, dass wir das machen, trotz allen Umständen. Und so fängt es eben an, hier am Palmsonntag. Und ich finde, dieses Jubeln und diese schwierige Zeit, diese Freude und auch die Verzweiflung, die kommt auch in dieser Woche ganz gut bei Jesus raus. Das ist der erste Höhepunkt, Palmsonntag. Da jubeln ihm die Menschen noch zu, wenn er nach Jerusalem hineinreitet. Am Freitag wird die gleiche Menge schreien ans Kreuz mit ihm. Die gleichen, die gejubelt haben, werden die sein, die sich dann auch an seinem Leiden ergötzen, die da dabei stehen und zusehen. Aber wir wissen, dass es bei dieser Trauer, bei diesem Schmerz von Karfreitag nicht stehen bleibt. Und wie ich schon gesagt habe, am Anfang, Jesus weiß, worauf er sich einlässt. Er hat es schon mehrmals angekündigt seinen Jüngern und er kennt auch zum Beispiel die Bibelstellen des Propheten Jesaja, die wir vorhin in der Lesung gehört haben, wo der Gottesknecht beschrieben wird,
der geschlagen wird, der misshandelt wird und der trotzdem fest bleibt in seinem Glauben, in seinem Vertrauen auf Gott. Oder im Gesang nach der Lesung, dem Philipperhymnus, da wird davon gesprochen, Jesus war Gott gleich, er war das Höchste, was man sich vorstellen kann. Und er wird wie ein Sklave, er wird den Menschen gleich, um die Menschen zu retten, um die Menschen mitzunehmen auf seinem Weg, der schließlich ins ewige Leben führt. Das ist die Hoffnung dieser Woche, dieser Kartage und dieser Ostertage, das, was wir da feiern. Dass wir einen Gott haben, der alle Höhen und Tiefen mitgeht. Und nicht nur mitgeht, der sie auch kennt, der nicht von außen drauf schaut und das Ganze dann hoheitsvoll segnet oder was auch immer, sondern der es selber erlebt hat, am eigenen Leib. Jesus, der alles mitgemacht hat, von Freude über Trauer, über Schmerz, über Tränen und Verlassenheit, bis hin zur Hoffnung, bis hin zum ewigen Leben. Und dieser Gott, der geht mit uns jetzt auch durch diese Zeit. Und deswegen ist diesem Gott nichts Menschliches fremd. Er kennt es, unsere Herausforderungen und Probleme. Und darum können wir auch mit allem Menschlichen zu ihm kommen. Mit unserer Freude, mit unserem Jubel, mit unserer Dankbarkeit dürfen wir kommen und es ihm bringen und ihm Danke sagen. Aber auch mit unserer Verzweiflung, unserem Schmerz, unserer Trauer und unserer Not. Auch die können wir zu ihm bringen. Oder wenn wir vor lauter Schwierigkeiten oder Herausforderungen vielleicht auch die Sprache verlieren, wenn es uns die Sprache verschlagen hat, auch mit dieser Sprachlosigkeit dürfen wir zu ihm kommen. Oder wenn wir mit ihm hadern, wenn wir uns fragen, was das alles soll, auch das hält er aus. Eben all das, was Menschen umtreibt, all das, was Menschen bewegt, das kennt unser Gott. Und unser Gott wird uns dadurch begleiten. Und damit meine ich jetzt nicht nur durch diese Zeit der Pandemie, sondern damit meine ich auch unser ganzes Leben, weil es wird immer wieder Tage geben, an denen wir mit Herausforderungen zu kämpfen haben. Und es wird immer wieder Tage geben, an denen wir jubeln wollen, so wie es die Menschen beim Einzug Jesu in Jerusalem getan haben. Gehen wir mit Gott mit durch diese Woche, gehen wir mit Jesus mit, seine ganzen Stationen, wir kennen sie alle, auch wenn wir vielleicht nicht in der gewohnten Weise zusammen feiern, wie wir das sonst gerne tun. Gehen wir mit ihm im Vertrauen und im Wissen, dass er mit uns geht. Denn er ist ein Gott des Lebens, ein Gott der Menschen und ein Gott, der sich nicht zu schade war, auf dem Esel in die Stadt zu reiten und den Menschen ein Zeichen zu geben, dass sie hoffen dürfen auf einen König, auf ein Reich des Friedens, der Gnade und der Versöhnung. Amen. Und so wollen wir uns miteinander zu diesem Gott bekennen, dem König des Friedens, dem König der Liebe, dem König der Hoffnung. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr Jesus Christus, beim Einzug nach Jerusalem hast du den Menschen gezeigt, was für ein König du sein möchtest. Wir bitten dich um deine Hilfe und deine Gnade. Für die Herrscher und Verantwortungsträger dieser Welt, dass sie sich von Weisheit und Gemeinwohl leiten lassen und nicht von Narzissmus und Machtgier. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle Menschen in dieser Zeit der Pandemie,
dass wir besonnen und fürsorglich sind und uns nicht von Panik und Egoismus leiten lassen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Christinnen und Christen, dass sie zu einem Klima der Hoffnung und Hilfsbereitschaft beitragen und sich nicht vor ihrer Verantwortung für die Welt davonstehlen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Kranken und Infizierten und alle, die sich um sie kümmern, dass sie Mut und Zuversicht zeigen und nicht verzweifeln. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Verstorbenen, dass sie den Weg in die Herrlichkeit des himmlischen Jerusalems finden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, König und Herr, wir preisen dich und jubeln dir zu, denn dir gebührt Lob und Ehre, heute und in Ewigkeit. Amen. Herr, unser Gott, schenke uns Verzeihung durch den Einsatz und das Leiden deines Sohnes. Wir haben sie zwar durch unsere Taten nicht immer verdient, aber wir vertrauen auf dein Erbarmen. Darum versöhne uns mit dir durch diese einzigartige Feier, gemeinsam mit unserem Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Liebe zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Er war ohne Sünde und hat für die Sünder gelitten. Er war ohne Schuld und hat sich ungerechtem Urteil unterworfen. Sein Tod hat unsere Vergehen getilgt, seine Auferstehung uns Gnade und Leben erworben. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern erklärt er uns die Schrift und teilt das Brot mit uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein, erheilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er einmal wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingeschenkt und gibt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, durch die Teilnahme an diesem Mahl stärke uns in der Einheit. Lass uns in Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus und unserem Erzbischof Stefan, mit allen Bischöfen, Priestern, Diakonen und Ordensleuten und mit deinem ganzen Volk in Vertrauen und Hoffnung deine Wege gehen und für alle eine Quelle der Freude und Zuversicht sein. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Wir beten ganz besonders für die Menschen, die in letzter Zeit durch das Coronavirus gestorben sind, nicht nur in unserem Land, sondern auf der ganzen Erde. Lass sie dein Angesicht schauen und schenk ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg einmal zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit den Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. So lasst uns miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Fehler und Sünden,
sondern schau auf den Glauben und die Hoffnung deiner Kirche und schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn, er sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Geben Sie sich, wo auch immer Sie gerade sind, doch gegenseitig ein Zeichen des Friedens. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Hosanna dem Sohne Davids, Hosanna dem, der nun kommt. Lasset uns beten.
Herr unser Gott, du hast uns durch diese heilige Feier gestärkt. Durch Leben und Sterben deines Sohnes gibst du uns die Kraft, das Leben zu erhoffen, das uns der Glaube verheißt. Gib uns durch seine Auferstehung die Gnade, das Ziel unserer irdischen Pilgerschaft einmal zu erreichen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Retter und unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeindemitglieder, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, natürlich können Sie die gesegneten Palmzweige in unseren Kirchen abholen. Am Sonntag ab 9 Uhr, wenn die Kirchen geöffnet sind, liegen dort auch die gesegneten Palmzweige aus. Solange der Vorrat reicht, bitte nehmen Sie nicht zu viel mit pro Person, damit jeder und jede, die einen Palmzweig möchten, etwas bekommt. Und wir würden uns freuen, wenn Sie im Opferstock eine Spende für die Miserior-Fastenaktion hinterlassen würden, die durch die Umstände im Moment natürlich auch besonders in Mitleidenschaft gezogen wird, was die Spenden für die Ärmsten der Armen auf der Welt angeht. Und achten Sie bitte da auch darauf, Abstand halten, nicht zu viele Menschen gleichzeitig in die Kirche und bleiben Sie nicht zu lange da, denn noch sind die Kirchen offen, aber wenn es zu große Menschenansammlungen gibt, dann wird das Land uns irgendwann auch verbieten, die Kirchen zu öffnen, und das wollen wir ja alle nicht. Ich hoffe, dass Sie trotz allem eine gesegnete Kar- und Osterwoche verbringen. Finden Sie für sich selbst eine Art und Weise, diese Tage zu feiern. Sie bekommen auch Hinweise auf unserer Homepage, aber natürlich auch auf allen anderen Quellen vom Erzbistum und weit darüber hinaus. Und ab Mittwoch dürfen Sie auch einen kleinen Osterbrief in der Zeitung erwarten. Und für die Ostertage weisen wir Sie ganz besonders auf unserer Homepage, auf unseren YouTube-Kanal Katholischen Rastatt hin. Dort wird es täglich ab Gründonnerstag einen Impuls für Kinder, aber auch für Erwachsene geben, mit denen Sie dann gemeinsam hoffentlich durch die Ostertage gehen können. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten und schönen Palmsonntag und eine gesegnete Kar- und Osterwoche. Bitten wir Gott um diesen Segen. Der Herr sei mit euch. Der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahingegeben und uns in ihm ein Beispiel der Liebe geschenkt hat, segne euch und mache euch bereit, Gott und den Menschen zu dienen. Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tode entrissen hat, stärke euren Glauben und führe euch zur unvergänglichen Herrlichkeit. Und allen, die ihm folgen auf dem Weg der Entäußerung, gebe er Anteil an seiner Auferstehung und an seiner Herrlichkeit. Amen. Das gewähre euch und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.